So, wer von euch ist verheiratet? Steck mal die Hände auf. Okay. Ihr müsst euch mal alle noch trennen oder scheiden. Und ich hoffe, das ist für dich jetzt mal zuerst eine schlechte Nachricht, weil wenn du sagst, judi hui, dann müssen wir oder müsst ihr nochmals über eure Ehe sprechen. Also es ist ja immer so, am 31. erwartet man eine Predigt, wo man zurückschaut aufs letzte Jahr, wo man hinausschaut aufs nächste Jahr, werden wir heute auch tun. Aber es ist so wie bei den Bergen. Es gibt so die Berge ganz vorne rechts, das ist so ein Hügel, oder? Das ist genau vor dir, wie jetzt das nächste Jahr. Und dann geht es weit nach hinten bis zu den Schneebergen, ganz, ganz weit am Horizont. Ich finde es jeweils extrem schwierig zu schätzen, wie viele Kilometer sind das bis dort hinten? Sind das so 2, 3 Kilometer? Sind das 10 oder 20 Kilometer? Extrem schwierig. Aber wir werden heute mal nicht nur ins nächste Jahr schauen, zu diesem Hügel, sondern wir werden wirklich weit hinaus zu den Schneebergen schauen, was noch weit vor uns liegt. Und das fängt an in Matthäus 22 bis 24, sind so 3 Kapitel in der Bibel. Da ist Jesus oder wird Jesus in Debatten verwickelt, eine nach den anderen. Und Menschen fragen dauernd, ja, wann wird denn Jerusalem zerstört? Heute extrem aktuelles Thema, oder? Oder wie wird das sein mit den Toten? Werden die auferstehen oder was passiert dann? Und Menschen sind eben interessiert für das, was auf sie zukommt. Die wollen das wissen. Und wir wollen wissen, was da ganz hinten bei diesen Bergen passieren wird. Und eine dieser Fragen in all diesen Debatten drin mit Jesus ist eben, dass Menschen ihn fragen, werden wir noch verheiratet sein? Dann im Himmel. Und diese Frage gehen wir heute mal nach, indem wir einfach in die Bibel schauen. Ihr seht, wenn der Pastor eine größere Bibel hat, ansonsten heißt es, er ist ein Jahr älter geworden. Genau. Also, da steht, aus den Reihen der Sadduzäer, ist eine Gruppierung von damals, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Also das war ihr Thema. Die sagen, hey, es gibt gar keine Auferstehung. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Es gibt nichts danach. Da kamen an jedem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat Folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten. Das hört sich zuerst mal brutal an, oder? Vor allem, wenn dein Bruder eine geheiratet hat, die du überhaupt nicht magst. Oder? Dann wird es schwierig. Und wir denken heute, ja, was soll das überhaupt? Ist das nicht wirklich extrem schwierig und diskriminierend oder weiß ich was? Aber das hier war Sozialwesen zu dieser Zeit. Denn niemand wollte eine Witwe heiraten. Das wolltest du nicht. Du wolltest eine frische, junge Frau, aber nicht eine Witwe. Und das war für Frauen, war das hier ein riesiger Fortschritt. Denn Frauen hatten keinen Beruf. Niemand wollte sie mehr heiraten. Sie hatten vielleicht Kinder. Da gab es kein Hort, ein Tageshort, wo du die Kinder hinschicken konntest. Du warst alleine auf dich gestellt und oft verarmt. Und das, was hier passiert ist bei Mose, war ein Riesenfortschritt. Kein anderes Volk war so gut zu Frauen wie dieses System hier. Auch wenn es für uns heute komisch aussieht, das war für die Frauen. Dann geht es weiter. Nun, also die sagen immer noch, die Sadduzäer, nun lebten da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder. Also das ist hier umgesetzt. Er stirbt und der nächstjüngere Bruder kommt zum Zug, heiratet diese Frau. Aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte. Und so ging es weiter bis zum 7. Also diese Frau hier, die war so wirklich beschäftigt, oder? 7-mal heiraten, musst du dir mal vorstellen. Du hast einen Schrank mit 7 Hochzeitskleidern. Kann ein Traum sein von einer gewissen Frau natürlich, oder? Ist auch schön, 7-mal ein Hochzeitskleid aussuchen. Aber die war wirklich beschäftigt. Und jetzt musst du dir vorstellen, die hatte 7-mal die gleiche Schwiegermutter. Und wenn du 7-mal die gleiche Schwiegermutter hast, kann das ja schon gut sein, kann aber auch extrem schwierig sein. Wenn die jedes Mal sagt, also beim letzten Sohn, das und das mit dem Abwasch oder das mit dem Kochen hat ihm wohl nicht geklappt. Beim nächsten ein bisschen besser und dann türmt sich das auf mit den Problemen. Das kann herausfordernd sein. Also, dann geht es weiter. Zuletzt starb auch die Frau.
Und die Sadduzäer fragten dann: Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den sieben gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Die Absicht der Sadduzäer ist ja nur eine erfundene Geschichte, die haben das erfunden, oder? Das ist nicht wirklich passiert. Aber die Absicht war, die wollten Jesus bloßstellen, weil ihre Meinung war, es gibt keine Auferstehung und wollen sagen: Jesus, das ist ziemlich bescheuert, was du hier erzählst mit der Auferstehung, das kann gar nicht aufgehen. Das hast du dir nicht richtig überlegt. Was ist, wenn eine Frau sieben Männer hat? Wie soll das im Himmel passieren, wenn sie aufersteht? Wem gehört sie dann? Oder welchem Mann gehört ihr? Und dann kommt Jesus und dreht den Spieß herum und sagt: Nicht ich habe das nicht richtig durchdacht. Ihr habt das nicht richtig durchdacht. Und gibt dann zur Antwort: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und wenn er sagt, ihr kennt die Schrift nicht, für Sadduzäer war das eine zutiefste Beleidigung. Das war ein Frontalangriff. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Also heiraten die Menschen nicht mehr, kann auch übersetzt werden, oder wird in anderen Übersetzungen gesagt, dann bist du nicht mehr verheiratet, ist nicht mehr nur aktiv. Negative daran ist, hier steht, wir sind wie die Engel im Himmel. Es steht im Fall nicht, ihr seid Engel im Himmel. Also wenn du dir vorgestellt hast, so mit den Flügeln wirst du herumflattern. Vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Engel vielleicht gar keine Flügel haben. Und hier steht nur, du wirst sein wie die Engel, nicht ein Engel. Und Jesus bringt dieses Thema immer und immer wieder. Er spricht dauernd von dieser Auferstehung, aber auch von Wiedergeburt. Das ist so ein Thema, das er immer und immer wieder hervorholt. Und für gewisse Menschen dann auch ziemlich schwierig zu verstehen, wie für die Sadduzäer. Und beispielsweise Matthäus 19, ist nur ein Kapitel zuvor: Ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt oder Auferstehung, das sind so Wörter, die sich so ein bisschen auswechseln, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Nur so ein Beispiel, wie das sein wird bei diesem Thema Wiedergeburt, das er immer und immer wieder bringt. Und wenn wir zum Griechisch gehen und dieses Wort hervornehmen, ist es so ein zusammengesetztes Wort. Die hatten damals schon zusammengesetzte Worte, wie wir heute zusammengesetzte Worte haben. Also Palin und Genesia, das war ein zusammengesetztes Wort. Übrigens ist mir aufgefallen, wir haben auch ganz komische zusammengesetzte Worte. Oder im Englisch, die sind noch viel schlimmer. Nimm mal das Wort Schmetterling, Butterfly. Ist es ein Butter, der fliegt? Oder eine Butterfliege? Was hat das mit Schmetterling zu tun? Also wir setzen manchmal ganz komische Worte zusammen. Tun wir immer noch. Aber Palingenesia, diese Auferstehung, bedeutet, Palin steht für wieder, also eine Wiederholung. Und dann Genesia kommt von Genesis, das erste Buch Mose. Da ist alles neu, eine neue Geburt. Alles wird neu geschaffen. Bedeutet eben neue Geburt oder eben auch Wiedergeburt. Der Start der Geburt vom ganzen Universum. Und Jesus spricht, oder Gott spricht davon, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine Wiedergeburt. Und der Mensch erlebt eine Wiedergeburt, das wird wieder neu gemacht. Und wir Christen reden dauernd von Wiedergeburt und von Bekehrung. Das braucht es, um in Gottes Reich zu kommen, dazu zu gehören. Das ist ein großes Thema bei den Christen. Aber oftmals haben wir so den Eindruck, okay, Wiedergeburt bedeutet ein großer Schritt. Jetzt habe ich noch nichts mit Jesus zu tun und dann mache ich einen großen Schritt und alles ist neu und alles ist anders. Aber die Bibel spricht eigentlich von zwei Schritten. Sie sagt, hey, es wird schon etwas entstehen, ein ganz neues Universum, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber du machst zwei Schritte dazu. Du bist hier, kennst Jesus noch nicht und du wirst neu geboren bei der Bekehrung. Aber das bist du, bist neugeboren. Der Himmel und die neue Erde ist noch nicht hier. Das braucht einen zweiten Schritt dorthin und dann wird alles neu sein. Dann wird es Vollendete sein. Jesus braucht dafür dieses Beispiel mit den Senfkorn. Er sagt, Gottes Reich ist wie ein Senfkorn, ganz, ganz winzig. Und es wird aufgehen und größer werden und größer werden und dieser Strauch, dieser Baum wird größer werden als alle anderen. Also darum, wir werden neu geboren. Das ist ein Schritt
Und diese Same von Gottes neuem Reich ist schon in uns drin. Wir leben schon in dem. Und trotzdem, das Vollendete ist noch nicht hier. Das kommt erst. Und dann treten wir ein in den nächsten Schritt, dort, wo dann neuer Himmel, neue Erde sein wird. Dann wird es vollendet sein. Aber in uns drin wächst Gottes Reich und wir größer. Es ist schon hier, hat schon begonnen und trotzdem kommt es erst. Oder ein bisschen anders erklärt, Jesus hatte mal ein Gespräch mit einem Rabbi. Rabbis sind so Lehrer, die wussten sehr, sehr viel von der Schrift. Und dieser Rabbi hieß Nikodemus. Und Jesus sagt dort diese starke Aussage, er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst diese Wiedergeburt, damit du Gottes Reich siehst. Und dann sagt Nikodemus, ein Gelehrter halt, der Dinge durchdenkt, völlig klar die Frage, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir das erste Mal hören. Er sagt dann, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Völlig logisch, oder? Und Jesus bringt das immer wieder, diese neue Geburt. Er hat diese Hoffnung auf eine neue Welt, auf eine neue Menschheit, auf etwas ganz Neues. Und wenn jetzt Jesus immer wieder von dieser Geburt spricht, ja, wie kann ich in den Leib meiner Mutter zurück, wie soll das funktionieren? Gehen wir mal diesen Worten nach. Das ist Gottes Bild für eine neue Welt und eine neue Menschheit. Und schau mal, wohin das uns bringt. Und wir machen einfach mal Biologie. Das ist so ein bekanntes Bild, oder? Haben wir sicher schon mal gesehen, Biologiestunde oder auch sonst. Müllers zum Beispiel, die würden das alles auswendig zeichnen können nach der Geburt ihres ersten Kindes, vermutlich, oder? Und klar ist, unser Körper wird in kurzer Zeit enorm stark transformiert, verändert sich. Und schon in der fünften Woche bilden sich Zellen zu kleinen Blasen. Und das Bild, diese kleinen Blasen werden zur Lunge. Und diese Lunge, die brauchst du erst 33 Wochen später. Aber sie bildet sich jetzt schon. Und was macht diese Lunge, wenn sie sich so weiterbildet und immer größer wird? Eine Lunge ist dafür da, dass sie atmet. Und was atmet sie da im Bauch der Mutter? Sie pumpt Flüssigkeit rein und wieder raus. Es ist so wie eine Art Atembewegung. Und was passiert, wenn du heute Flüssigkeit atmen würdest? Stell dir mal vor, du springst heute Nachmittag in den Zürichsee, bleibst 5 Minuten unten und atmest ein bisschen Flüssigkeit. Du würdest sofort sterben, oder? Das geht nicht. Aber du hast mal lange Zeit Flüssigkeit geatmet. Das ist deine Vergangenheit. Aber von wo kam der Sauerstoff? Sicher nicht durch die Flüssigkeit. Der kam durch die Nabelschnur. Und irgendwann in deinem Leben hat es ein großes Schnipp gemacht und die Nabelschnur, es kam keinen Sauerstoff mehr durch deine Nabelschnur. Und du hast deinen ersten Atemzug gemacht und der hat begonnen mit einem großen Schrei, weil es geschmerzt hat in dieser Lunge drin. Und in diesem Moment hat die Lunge das gemacht, wofür sie eigentlich geschaffen war. Jetzt konnte sie ihr Potenzial ausschöpfen. Jetzt konnte sie das leben, wofür sie geschaffen ist. Es hat 38 Wochen gedauert. Und jetzt ist das Vollendete hier. Und die Nabelschnur, die war mal extrem wichtig für dich. Die hat bewirkt, dass du überhaupt lebst. Und jetzt denkst du vermutlich keinen Tag mehr an die Nabelschnur. Also ich denke auch keine Woche, nicht mal jede Woche mal an meine Nabelschnur, auch nicht jeden Monat. Das ist einfach Vergangenheit. Die brauche ich nicht mehr. Ich denke nicht mal mehr daran, aber die war extrem wichtig in meinem Leben. Und wenn mir schon, oder wenn Gott immer wieder dieses Bild bringt von neuem geboren werden, so wird es sein, wenn wir in diese neue Welt von Gott hineinkommen. Da kommen Dinge, die kannst du dir nicht mal vorstellen. Eine völlig neue Kategorie von Dingen. Wir haben das vor 2 Wochen gehört. Vielleicht wirst du Farben sehen, die hast du noch gar nie gesehen. Und du wirst Gerüche riechen, die hast du noch gar nie gerochen. Oder du wirst Klänge hören
und Noten hören, die hast du noch gar nicht gehört. Es kommt eine neue Kategorie von Leben. Und andere Dinge, die werden einfach wegfallen. Wie bei der Geburt die Nabelschnur. Die war zwar wichtig, aber hat jetzt keinen Platz mehr. Und genauso wird es in Gottes neuer Welt sein. Was jetzt vielleicht eine große Rolle spielt, wird dann keine Rolle mehr spielen, weil etwas viel Besseres kommt, etwas viel Vollendeteres. Und du wirst das Alte, wirst du nicht vermissen. Und das Überraschende und manchmal absolut Schockierende ist, die Ehe gehört dazu. Die wird dann mal keine Rolle mehr spielen, weil etwas Besseres kommt. Und das ist, ich finde das ein extrem komischer Gedanke, wenn ich mir das so vorstelle. Ich werde dann da in Gottes neuem Reich sein. Das macht mein Tablet ein bisschen Probleme. Kommt schon wieder, hoffe ich. Genau. Wenn ich mir vorstelle, ich werde in Gottes neuem Reich sein und dann begegne ich da meine Frau in den Straßen, goldenen Straßen von Jerusalem. Laufe an ihr vorbei und sage Hallo und laufe weiter. Und sie wird nichts anderes sein als irgendeine andere Person, die dann auch dort sein wird. Ein völlig komischer Gedanke, oder? Auch nicht so besonders attraktiv, finde ich. Aber das Spezielle ist doch, oder Schockierende ist, in der Bibel ist die Ehe etwas ganz Wichtiges. Und das erste Buch Mose, Genesis, sagt schon, eine Ehe repräsentiert die Liebe Gottes. Ist ganz wichtig. Aber anderes wird bleiben, auch weiterhin. Ein Beispiel, was ist gemäß der Bibel das Wichtigste überhaupt oder der Sinn des Lebens? Es sind diese zwei Dinge. Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und die zweite Sache, lieb deine Mitmenschen wie dich selbst. Dieses Doppelgebot der Liebe. Und das ist eine der Sachen, die bleibt. Und daher, ich habe jetzt schon Liebe. Zuerst mal für meine Frau und meine Kinder, ein paar gute Freunde, für euch alle als Kirche. Und danach nimmt es bald mal ab. Und für ganz viele Menschen habe ich überhaupt gar keine Liebe. Und ich laufe einem Bettler vorbei und habe so einen kurzen Gedanken, ja, man könnte helfen, aber gerade keine Zeit. Oder gerade keine Zeit für meine Kinder, weil ich zu viel Arbeit habe. Mein Liebespotenzial hat Grenzen, hat sehr klare Grenzen. Und ich liebe jetzt schon, aber noch nicht so stark, wie ich eigentlich möchte. Da ist noch ganz viel Egoismus in meinem Herzen. Und um vieles kümmere ich mich nicht. Und um viele Menschen kümmere ich mich nicht. Ich könnte eigentlich noch viel mehr lieben. Und genau das wird passieren in Gottes neuer Welt. Die Kapazität zu lieben, die wird viel größer, viel, viel größer werden. Ähnlich wie bei der Lunge. Im Bauch deiner Mutter hattest du schon eine Lunge, aber die hatte noch nicht die Kapazität, die sie später dann hatte. Sie wurde erst gebildet und erst nach der Geburt hat sie die ganze Kapazität dann rausgefahren, wofür sie eigentlich geschaffen ist. Und nach unserer neuen Geburt, nach der Auferstehung, werden wir auch diese ganze Kapazität erstmal so richtig benutzen können, so richtig ausleben können. Und die Liebe, die wird einfach bleiben, aber in der vollständigen Form. Nicht so wie jetzt, sondern viel, viel größer. Für dich persönlich heißt es, stell dir mal ein Universum vor, da in der diese Beschränkung zu lieben mal aufgehoben ist. Stell dir ein Universum vor, in der sich einfach niemand unwillkommen fühlt. Und stell dir ein Universum vor, in dem jedes Leben so richtig gefeiert wird und in dem jeder angenommen ist, in dem jeder einen Platz hat und in dem jeder gewollt ist, so wie er ist. Hey, das hört sich gewaltig an. Und das ist die Zukunft. Dort weit hinten bei den Schneebergen. Und Jesus hatte diese Hoffnung, diesen Traum, diese Vision, dass irgendwann das Böse entfernt wird und alles neu wird. Die Auferstehung. Und eine neue Welt auf die Welt kommt, kann man das nicht sagen. Ne? Aber eine neue Welt geboren wird. Einen neuen Himmel, eine neue Erde.
wo die Liebeskapazität einfach kein Ende hat. Ich kann mir vorstellen, für einige von uns ist es schwierig zu akzeptieren, dass das Universum ein sicherer Ort ist, in dem du geliebt wirst und sich jemand um dich kümmert, weil du das vielleicht von ganz, ganz wenigen Menschen erst erlebt hast, weil du nur von wenigen Menschen Liebe erfahren hast. Und dann ist es ein dramatischer Schritt, wenn du beginnst zu glauben, Jesus liebt dich und er ist gestorben für dich und er hat dein Leben in seiner Hand. Er ist stärker als der Tod. Es wird eine Auferstehung geben. Wir werden in Gottes neuer Welt sein. Und am Ende sind wir an einem sicheren Ort, wo du über alles geliebt wirst. Von jedem. Von Jesus und von den Menschen. Andere von uns glauben das schon oder erfahren das auch schon in ihrem Leben. Aber wir sind manchmal wütend auf Menschen. Wir lieben sie nicht, weil sie uns nicht lieben. Aber Jesus hat gesagt, und das macht nicht mal so richtig Sinn, er hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Und er sagt nicht, lieb deinen Nächsten so, wie er dich liebt. Und er sagt nicht, behandle deinen Nächsten so, wie er dich behandelt. Er sagt, liebe ihn, egal wie er dir begegnet. Weil du neu geboren wurdest, weil der Same von diesem Gott, von diesem neuen Reich Gottes schon in dir drin steckt und das Potenzial zu lieben darum schon wächst und keimt und größer wird. Denn Gottes neues Reich hat schon begonnen in uns drin. Wir wurden schon neu geboren. Es ist noch nicht vollendet, aber vieles ist schon hier. Jetzt in diesem Leben. Und dann wird diese Kapazität zu lieben, wird wachsen und wachsen. Und wir werden andere lieben, weil das in unserem Leben schon begonnen hat, jetzt schon. Und das ist diese Hoffnung von Jesus auf diese neue Welt und diese neue Kapazität. Es wächst schon in uns drin, aber es wird noch viel größer werden. Und darum diese Jahreslosung für 2024, das wurde von der Sea so bestimmt. 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auch dieser Ausblick. Wir werden mal gewaltig Liebe empfangen. Und wir werden mal gewaltig Liebe geben können. Lass uns beten. Jesus, es ist eine gewaltige Aussicht, die du uns gegeben hast. Mal in einer neuen Welt zu leben, in der das alles vollendet ist, was jetzt noch fehlt, in der wir lieben können und Liebe empfangen in unendlicher Weise. Und Jesus, lass dieser Same in uns drin wachsen und größer werden, dass unser Potenzial und unsere Liebe für andere Menschen, für den Ehepartner, für schwierige Menschen, für die Guten und die Einfachen, dass dieses Potenzial wächst und wächst und wir dieses neue Reich, das du planst, diese Hoffnung, die du dafür hast, dass wir das jetzt schon leben, gib uns die Kraft dazu, gib uns die Liebe dazu. Und lass uns immer wieder leben, wie wir selbst geliebt werden, in großem Maß. Amen.